Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Vesperia. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben und oh mein Gott, wir wollen jetzt in den Ort rein. Gehen wir rein. Halur, the city of blossoms. Yeah, that's right. Don't they have a barrier here? Yes, there should be. You guys haven't been to Halur before, right? So then you haven't heard about the tree barrier. Tree barrier? Some Blastia fuse to plant life, gain organic qualities, and evolve. The tree barrier of Halur is one prime example of this. I read that in a book. Well, thank you, Professor. So what's happened to this famous barrier? Doesn't look like it's doing much right now. Every year, just before the blossoms are in full bloom, the barrier weakens for a while. It's just that time of year right now, and the monsters took the opportunity to attack. Is that when the barrier went down? Yeah. The monsters were taken care of, but the tree is slowly starting to decay. Hey! What is it? Sorry, I gotta run! Bob! Does that kid ever sit still? So I guess you'll be looking for Flynn now, huh, Estelle? Doesn't she know we need to keep a low profile? And what happened to looking for Flynn? Durch von Estelle und Carol getrennt. Alles klar, also müssen wir jetzt unser eigenes Ding drehen. Gibt es hier einen Speicherpunkt oder irgendwas zum Benutzen? Nein. Woher nicht? Ja, wir bleiben hier, keine Sorge. Ich gehe mal dahin. Haus des Bürgermeisters von Halur. Ist er hier? Nö. Scheint nicht prüfen. Ah, geil. Schau mal weiter. Gibt es hier irgendwas zu klauen? Ja, ja, ja. Der Dieb in mir ist mal wieder sehr krass erwacht. Magisches Auge. Oh mein Gott, das ist so magisch. Ja, können wir hier rein? Na, gibt es hier nichts weiteres? Sag mal, was soll das für ein Haus sein? Schau mal, ob wir was anderes immer finden. Geh mal hoch. Ich geh mal mit dir. Wir sind machtlos, wir können nicht mal den Menschen von Halur helfen. Oh mein Gott, regt uns auf, wir kriegen es schon hin. Laden Regulus. Ist echt keiner da, hä? Warum erinnere ich das gerade so ziemlich ermalend aus Zestiria? Erst war es die Stadt, war die Stadt total am Arsch und dann kommen wir und dann ist es wieder alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich weiß nicht, vielleicht haben die einfach das kopiert in Zestiria, ich weiß es nicht. Weil es so ist, Sinn macht. Na gut. Vater, es ist so peinlich. Ich kann den Bürgern dieser Stadt nicht gegenübertreten. Irgendwas noch zu sehen oder ist da alles weg? Gaststätte Denebola. Ein Speicherpunkt. Yay, mal endlich mal was, was man mal suchen kann. So, es ist mein Level gespeichert. Jetzt könnt ihr mich alle mal kreuzweise. Kann ich irgendwo pennen oder? Ich will pennen. Ich will meine ganzen. Na komm! Warte mal, da war er gerade prüfen. Prüfen! Oh, ich will pennen, meine Fresse. Lasst mich doch mal pennen und meine KP wieder auffüllen. Ich bin am Sterben hier. Ich habe meine ganzen KP veropfert. Na gut. An alle Porträtmäler.
Wer glaubt, den besten Layout malen zu können, meldet sich. Auf Papier, Blätter, Baumrinde, wir nehmen alles an. Sendet eure Beiträge an, der echte Lloyd. Wir freuen uns auf eure Kunstwerke. Lloyd, meint ihr damit Lloyd Irving aus Symphonia? Wenn ja, krasser Scheiß, dann haben die ja auch immer Schimmels hier mit früheren Theaterspielen verbunden. Ist nicht schlecht. So, haben wir irgendwas anderes noch zu erkunden? Zum Glück sind die Kinder sicher, die im Haus Schutz gesucht haben. Und du? Auch mit dieser Verletzung kann ich nicht zur Gaststätte. Kann ich dir vielleicht helfen, deine Verletzung zu heilen? Oh, du bist eine Meisterin der heilenden Artes? Das wäre großartig, aber ich fürchte, wir haben nicht viel Geld. Nein, 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 ich will kein Geld dafür. Ein Wunder, meine Schmerzen sind weg. Danke, vielen, vielen Dank. Ah, ist schon recht. Guck, gütiger Himmel, deine heilenden Arten sind ja unglaublich. Wie können wir dir je danken? Nein, wirklich, ist nicht wirklich der Rede wert. Was für eine bescheidene junge Dame. Da könnten sich die kesselchen Ritter eine Scheibe abschneiden. Aber nein, keine Finger rühren, die um uns vor dem Monster zu schützen. Naja, dem reicht es anscheinend vollkommen egal, was mit uns hier draußen passiert. Nein, das ist nicht wahr. Aber, dieser eine Ritter, der war nicht wie die anderen. Ja, dieser junge Mann war anders, ohne ihn wären wir verloren gewesen. Dieses Jahr wurde die Barriere früher geschwächer. Wir wurden angegriffen, bevor die Gilde zu unserem Schutz eintrat. Aber da war ein Ritter, der auf seiner Pilgerreise zufällig vorbeikam. Er und seine Truppe verjagten die Monster. Ein Ritter auf Pilgerreise? Der Ritter hieß nicht zufällig Flynn, oder? Ja, sein Name war Flynn Schifo. Ist er noch in der Stadt? Nein, er verließ uns gleich danach, um einen Magier zu finden, der unsere Barriere reparieren kann. Weißt du, wo er hin ist? Das ist, als wäre er nach Osten gegangen, aber mehr weiß ich leider nicht. Verstehe. Also können wir hier warten und Flynn wird zu uns kommen? Sieht so aus, als hätten wir ihn eingeholt. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, ganz beruhigt bin ich vielleicht erst sein, wenn ich ihn sehe. Aber ein bisschen besser fühle ich mich schon. Ich glaube, ich werde mir mal diesen berühmten Baum ansehen. Kommst du mit? Ja. Jure, ist es in Ordnung? Du willst dich lieber den Blaster-Typ nachsetzen? Ein Blick auf den Baum wird schon drin sein. Ja, sie ist zurück. Gehen wir mal zu dem großen, großen Baum. I had the wrong person. And none of the others from the guild are here either. I kept her waiting so long. She must have gotten mad and left. I wanted to show her Halur's flowers in full bloom. Then maybe... Carol, what's the matter? Where'd she go? Is she really gone? I'm doing the best I can. Carol? Let's give him some time alone. It's over. It's over. It's all over. It's really over. Yeah! We got weapons now! We're gonna beat those monsters! The mayor's gonna let us fight now! Let's beat up those monsters just like Flynn! Yeah! Even those kids are trying to fight. I hope the barrier is restored soon. Me too. Gut. Wo wollen wir lang? Also, warte mal, der Laden ist ja gerade wieder in Betrieb. Ja, das ist ja endlich mal was Schönes, weil mit dem Laden kann ich mir endlich mal ein paar Sachen kaufen. Mal gucken, was du hast. Kaufen. Ich brauche Apfelgummis, brauche ich nicht, dann bin ich auch gut gefüllt. Gifttrank. Naja, wäre nicht schlecht. 5. Machen wir mal. Und kaufen. Obwohl, ich mach mal gleich 15 draus, so. Was hast du an Waffen? Eine Handaxt.
Na, ich kaufe mal eine. Zauberstab haben wir schon. Holzschläger. Ich weiß, wem das was bringt. So. Das könnte zweimal. Würde ich zweimal kaufen. Brünne, ja, das nehme ich auf jeden Fall entgegen. Nee, das bringt uns auf jeden Fall was. So, würde ich sagen, rüsten wir uns doch mal damit raus, oder? So, wo haben wir denn das hier? Was macht das denn? Es erhöht unsere Verteidigung. Das macht schon durchaus Sinn. Von der Waffe her haben wir jetzt eine Handaxt. Was macht der für einen Unterschied? Es erhöht zwar den Angriff, keine Frage, aber nee. Lieber nicht. Können wir hier hoch oder wie kommen wir zum Baum? Wie konnte der Baum nur verdorren? Da hat irgendwer den Blasterkern gestohlen und jeder Wetter, es war ein gewisser Mordio. Ich weiß, wieso ich das denke. Ich denke es einfach und ihr müsst meine Meinung akzeptieren. Und falls nicht, dann seid ihr alle scheiße. Gibt's auch irgendwas zu kassieren? Items? Nö. Ich dachte, ich könnte euch noch was klauen, aber leider ist mir dies nicht vergönnt. Der Baum. Aus der Nähe sieht er riesig aus. Die Blüten sollten jeden Moment aufgehen. Ja, ich würde ihn gerne blühen sehen. Ich weiß, ein Baum, der in voller Blüte steht und der Stadt Schutz bietet, ist irgendwie so romantisch. Alles klar. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Weißt du was? Ich werde hier bleiben und helfen, die Verletzten zu versorgen. Wenn du schon heilen willst, kannst du nicht versuchen, die Barriere selbst zu heilen? Wie meinst du das? Wenn die Monster wiederkommen, werden noch mehr Leute verletzt werden. Wahrscheinlich auch diese Kinder, die wir eben sahen. Das stimmt schon, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die Barriere heilen soll. Du musst diesen Baum heilen. Er ist nicht nur durch den Angriff von ein paar Monstern so zugerichtet worden. Du glaubst, es gibt einen anderen Grund? Ich bin sogar ziemlich sicher. Was macht ihr beiden denn da drüben? Wir versuchen herauszufinden, warum der Baum so verkümmert ist. Ich weiß nicht, ob euch das gelingen wird. Der Ritter Flynn konnte auch keinen Grund finden. Oh, Carol, wir brauchen deine Hilfe. Was? Wovon redet ihr? Die beiden möchten wohl herausfinden, warum der Baum so verstumpelt ist. Oh, das ist alles? Was soll das heißen, das ist alles? Ich weiß warum. Deswegen war ich ja im Wald und habe einen Buntbären gesucht. Wovon redest du? Sieh dir mal den Boden hier an. Siehst du die komische Farbe? Diese Farbe ist das Blut der Monster, die beim Angriff in den Boden gesickert ist. Dieses Blut vergiftet langsam den Baum von Halur. Was? Das Blut der Monster? Das wusste ich nicht. Carol, du weißt ja ganz schön viel, was? Nicht der Rede wert. Können wir etwas tun, um das Gift loszuwerden? Ich wüsste schon was, aber naja, niemand will mir glauben. Na los, versuch's mit uns. Ich glaube, wir brauchen einen Allheilmitteltrank. Vielleicht bekommen wir einen im Laden. Los, Uri, gehen wir. Im Laden, alles klar. Der Baum von Alua. I can't wait until the tree's blossoms are in full bloom. They'll be fantastic. I bet there's a flood of petals big enough to just sweep you away. All those petals dancing in the breeze, it'd be like a dream. I wonder how they deal with all their houses getting buried in flowers every year. It's gotta be a pain to clean up. You really take the fun out of things, Yuri. Anscheinend. Gut, also ist der Baum vergiftet, as fuck. Gut, dann müssen wir das Gift loswerden. Aber ich glaube, wir können uns beim Laden was kriegen, also. Ich bitte euch.
Ein Laden und Allheilmitteltrank, alles klar. Hallöchen, willkommen in meinem Laden. Was darf es denn heute sein? Gibt es hier Allheilmitteltrank? Leute, Moment, alle verkauft. Ah, wie ist das möglich? Aber wisst ihr, wenn ich die richtigen Zutaten hätte, könnte ich das Allheilmittel mischen. Was benötigst du dazu? Ich bräuchte 3 Zutaten. Buntbeerenklaue, Nierfrucht und Luria-Blütenblatt. Aber warum braucht es so dringend einen Allheilmitteltrank? Vor ein paar Tagen kam ein kleiner Junge hier rein und wollte genau das gleiche. Wir wollen den Baum von Alua heilen. Wie, ich habe nie gehört, dass jemand einen Mitteltrank für einen Baum verwendet. Ja. Was ist denn diese Nia-Frucht, von der du geredet hast? Das ist die bittere Frucht, die dir im Wald so gut geschmeckt hat. Und was ist ein Buntbär? Tut mir leid, dazu kann ich nichts sagen. Monster sind nicht mein Spezialgebiet. Da müsst ihr jemanden von den Jagdkillingen fragen. Die sind berufsmäßige Monsterjäger. Deswegen war er also im Wald. Weißt du etwas über die Luria-Blüten? Über das Luria-Blütenblatt? Habt ihr den Baum in der Stadtmitte gesehen? Es ist ein Blütenblatt von diesem Baum. Normalerweise verwenden wir Zauberharz, aber es gibt es hier in der Gegend nicht. Aber der Baum ist ja ganz verdorrt. Ich glaube, der Bürgermeister hat ein paar Luria-Blätter. Versucht es mal bei ihm. Alles klar, wir kommen wieder, wenn wir alle Zutaten haben. Okay, wir haben eine neue Aufgabe. Wir müssen ja einen Baum heilen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das heißt, wir müssen in den Wald wieder. Aber erstmal gehen wir den Bürgermeister aushorchen. Wo ist der überhaupt? Wer ist der Bürgermeister? Das ist die Frage, wo der ist. Aber ich glaube, ich habe eine Idee, wo er ist. Wenn er erst da oben war. Na, wir versuchen es zumindest. Vielleicht haben wir ja noch eine Chance. Ich würde sagen, sobald wir dann hier fest sind, will ich auch den Part beenden. Und ich glaube, was war mit ihm? Etwas Schreckliches passiert. Unser Lua-Baum ist vertrocknet. Du bist nicht der Bürgermeister? Wer ist der Bürgermeister, verdammt? Ach Gott, das wird jetzt interessant herauszufinden, wer es ist. Es muss doch eine Möglichkeit geben, den Baum von der Lore wieder lebendig zu machen. Es gibt die Jahreszeit der Blütenschau, aber es gibt keine Blüten zum Schauen. Und Monster greifen auch noch an. Das ist einfach zu viel. Wo ist der überhaupt, der Bürgermeister? Wo ist er wohl? Das ist die Frage, wo der ist. Ach, meine Güte, wenn man nicht wissen, wer er ist. Beim Anblick der Blüten dieser Stadt spürte ich immer so einen inneren Frieden. Ich kann es gar nicht fassen, dass so etwas passieren konnte. Da oben. Ich könnte aber nur verdorren. Junge, wo ist der Bürgermeister? Das Alura, die Stadt der Blüten. Ach wirklich? Scheiße, wusste ich noch gar nicht. Ihr habt eine wirklich talentierte Heilerin dabei. Hätte alle unsere Wunden im Hand umdrehen. Klar, aber ich will erst mal wissen, wo der Bürgermeister ist. Kann mir das irgendwer verraten? Also ich weiß es nicht. Ich würde es aber zu gerne wissen, wo er ist. Früher beschützt der Baum von Alura unseren Ort. Ist das erledigt? Ja, ist sie. Ja, sie ist erledigt, aber ernsthaft, wo ist der Bürgermeister, verdammte Axt? Ich hab's halt null Plan, wo das sein soll. Come on, Carol. We're going back to the Koi Woods. What do you mean? Remember? Prepare to die, Eggbear! You mean you believe what I said about the panacea bottle? Are you lying?
Well, then we'll have to go with what you told us. Yuri. All right, I'll help you out just this once. I'm a very busy person, you know. It's settled then. The three of us will restore the barrier together. You're coming too, Estelle? Well, of course I am. What about waiting for Flynn? Wasn't it you who said if you're going to heal something, it should be the tree? We'll just have to fix the tree before he gets back. Can't wait to see the look on his face. Ja, jetzt sind wieder vollzählig, das gefällt mir. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, an der Stelle beende ich den Part. Wo ist der Speicherpunkt nochmal? Ah, stimmt, da war im Gasthaus. Also, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Nächstes Part geht's hier weiter. Kommentar, wenn ich vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin und Emerald Control.